So. Das heißt, der Maserator wird jetzt gleich komplett anderweitig benötigt. Ich hoffe, dass ich nicht noch den Fluid brauche, um da was herzustellen. Guten Tag. Also der alleine schafft's nicht. Als erst schmeißen wir mal die Treppen rein. Sekunden braucht er. Machen wir den auch rein. Dankeschön. Den Rucksack hätte ich gar nicht mitnehmen brauchen. Hätte ich den mitnehmen müssen. Aber jetzt kriegt man meine Axten Upgrade. Zuerst wird sie mal repariert. Dann kommt da der rote Punkt drauf. So, schon mal angenehmer. Gesagt, gehen wir dahin. Für sicher habe ich dabei. Ich glaube, ich habe aber schon einen Baum, ne? Oder ist ein Mistwäschchen? Oder ist das dasselbe? Nee. Gut. Kommst du noch rein? Du noch rein? Du kommst da rein. Und wir räumen mal hier wieder die Öfen aus. Vielen Dank. Wie viel habe ich jetzt noch drin? Drei Eimer habe ich noch drin. Dann hätte ich jetzt gesagt, die werden wir auf jeden Fall verwenden. Sehr gut. Dann habe ich jetzt auf jeden Fall noch das da. Das da kommt auch weg. Die Sepplinge. Aber auf jeden Fall noch genügend. Ich habe da die anderen reingeworfen. Lass sie auf jeden Fall mal drin. Okay, dann ehrlich gesagt, wird der Ofen hier aufgeräumt. Und dann brauche ich noch Clay Dust.
Da hätte ich jetzt mal gesagt, ich lasse jetzt gleich mal vier Stacks durchlaufen. Gut. Sechsunddreißig Stück Hammer. Das sind jetzt small, das heißt, ich habe jetzt neun von dir. Das heißt, das haben wir schon mal. Clay Dust hat er bis jetzt, hat er auch schon. Bricks brauche ich kein Mensch. Compressed Fire Clay, die brauchen wir. Die Compressed Fire Clay macht man im Kompressor aus dem Fire Clay Dust. Ja, das dauert jetzt aber ewig. So, was können wir denn noch machen? Habe ich noch aus Versehen? Habe ich noch aus Versehen Silber? Davon habe ich sieben. Davon habe ich fünf. Ach ja, und ich habe auf meine Picke mal Lack drauf. Also und zwar das Ding, ich habe eigentlich gedacht, das sind auch mehrere Stufen. Nein, sind es nicht. Aber da ist jetzt Fortune 3 drauf. Das heißt, was ich mit dem einen Modifier mache, weiß ich noch nicht. Ich könnte jetzt eigentlich dann loslegen und sagen, okay, wir gehen mal auf, wie heißt's? Auf Unbreaking. Okay, also. Dann hätte ich gesagt, kann ich das noch auch noch raushauen? Jetzt bin ich dann mal gespannt, was das bewirkt. Sehe ich jetzt aus Versehen hier irgendwo was? Stimmt nicht, ne? An der Wand entlang. Dass ich da mal einen abschlagen könnte. Zum Vorführen. Oben ist einer. Das schaut sogar nach Lapis aus. Ah, Stained Clay. Und jetzt mit der falschen draufhauen. Ja, da haben wir ist da Lack 3. Heißt ja nicht, dass du Glück kriegst. Sondern nur hast du ja nur die Chance. So, dann hätte ich jetzt aber gesagt, ich hole mir jetzt mal Leitern. Und dann schaue ich mir mal das obere Stockwerk an. Vor allem, wie ich das jetzt dann machen will. Oh, schaut mal, da habe ich noch was zum Testen. Jawohl. Da hatte ich Lack. Habe ich zwei bekommen. Schade, dass man das nicht vermehren kann. Ich hätte da nicht gehofft, dass ich dann zwei oder dreimal das drauf machen kann. Habe ich ja eigentlich auch gedacht. Bei Beschleunigen will ich es nicht mehr. Also ein Mining Speed von 21 reicht mir komplett aus. Ja, okay, wenn ich Silk Touch noch. Nee, Silk Touch kommt da nicht drauf, weil es ist Lack drauf. Nee, ich wollte ja auch eine, die wohl ein bisschen langsamer ist. Das hat ja auch seinen Sinn und Zweck.
falls wir mal wieder runterkommen müssen, also Slowdown machen. Weil ich möchte nicht wissen, wie die Axt drauf ist, wenn das da, wenn die mal fertig ist. Okay, so. Habe schon eine Menge was vorbereitet, wie ich mir das vorstelle. Habe da auch ein wenig rumexperimentiert. Stück. Ich hätte mal gesagt, ich brauche jetzt auf jeden Fall mal so 10 Stück. Sag mal so, ne, das ist eine andere Geschwindigkeit. Und obwohl der so schnell ist und du der siehst, dass der die ganze Zeit Dampf raushaut, das juckt die zwei nicht mal. So. Das heißt, du. Moment. 22 haben wir auch. Du und du. Und wir haben Fire Clay. Gut. Da kann jetzt der Kompressor arbeiten. Das heißt, wir haben eine zweite Maschine. Bist du laut? Geh mal rein. Bevor ich einen Tinnitus kriege. Ja. Ich habe mir schon ein bisschen was überlegt, wie ich jetzt da anfange. Also, das ist ja mein Gang. Es wird solche geben, es wird Kreuzungen geben. Also die gehen nach links, rechts und vorne, hinten. Dann wird es nur nach vorne, nach hinten geben. Na, ist, ja, klar. Weil ich dann immer wieder mir so kleine Gänge dann da rein bastel, dass ich dann halt auch in die Mitte reinkomme. Weil zum Beispiel, ich hätte gerne eigentlich Soundcraft in so einem Bereich drin. Also das heißt, mein Zaubermod, ich bin jetzt noch gerade beim Überlegen, ob ich jetzt Soundcraft mehr in die Ecke mache. Aber das sind halt, jetzt muss ich mal schnell F9, F9. Das heißt, ich bin auf jeden Fall bis hier hinten. Ist aber jetzt auch nicht so schlimm. Wenn ich da komplett rum gehe, habe ich drei Chunks, aber ich kriege auf jeden Fall meine Erde weg. So, wie viel haben wir noch? Viel angenehmer. Jetzt wieder Lithium. Ja. Genau. Also wenn ich nichts mehr hab, ne, kann ich das laufen lassen. Aber wie nun mal was. So, dann heißt es jetzt, wir gehen jetzt mal hier rein. Da habe ich nämlich meine Dust schon vorbereitet. Jetzt haben wir dann die Compressed Fire Clay. Jetzt hoffe ich mal, dass wir da locker 32 Stück rauskriegen. Darum hätte ich es ja auch gerne anders machen. So, genau. Aber warum sage ich das? Also, wie gesagt, in die Richtung dann eventuell dann hier dann Soundcraft mit anschließen, weil da brauche ich auch nicht mehr raus. Kann sein, dass ich dann ein Fenster hier noch mit reinbaue. Wird sich zeigen. Dann habe ich hier die nächsten zwei Chunks. Also der da, der da, der da und der da. Sozusagen, die dann für den Altarraum mit zuständig sind. Dann mache ich dann ein Eck, ein U. Das kann ich mir noch überlegen, was ich dann da an die Seite hin mache.
Auf jeden Fall müsste es dann ausreichen. Für Soundcraft bin ich der Meinung. Und wenn ich halt noch daneben dann noch zwei brauche, schauen wir mal. So, wie weit bist du? Du hast jetzt eigentlich angefangen. Das zu verarbeiten. Wir sind jetzt bei 28. Ist doch schon mal schön. Und vor allem, dass das jetzt nur noch einer ist, ne? Das ist so angenehm. So, Mutball weg. Und dann hätte ich mal gesagt, lass mal den mal auslaufen, dass das Team sich wieder ein wenig aufbauen kann. Sollte auf jeden Fall auch irgendwann mir noch Tanks mit einbauen. Dann bin ich ja auch nicht gerade so begeistert, gerade dass ich eventuell nach oben gehe. Weil wenn ich nach oben gehe für die Maschinerie, macht es für mich absolut keinen Sinn. Weil wenn ich oben bin, muss ich ja, ja, ich brauche ja dann auch sozusagen die Verrohrung, das ganze andere Zeug. Hat halt aber auch einen Vorteil, zum Beispiel das ganze Wasser kann ich nach oben verfrachten. Aber ich habe hier auch so Lücken drin. Die habe ich ja nicht umsonst. Weil wenn ich mir jetzt, also man muss sich das vorstellen, hier kommen ja dann irgendwann Kisten drauf, ne? Also das heißt, ich habe jetzt dann hier meinen Basalt. Basalt, also die da sind für den Basalt. Und dann habe ich jetzt dann zum Beispiel hier eine Kiste und hier kann ich mir dann von unten was hinmachen, damit das Ding automatisch abgeholt wird. Also das heißt, ich habe jetzt dann 1, 2, 3, 4, 4 Mal was, wo ich eine Abholung habe. Oder einen Mülleimer habe. Zum Beispiel wird auch noch hinkommen. Vermutlich mal hier. Oh, und dann habe ich ja da hinten diesen Bereich. Und diesen Bereich kann ich ja verwenden, dass ich sage, okay, ich nehme jetzt den und gehe jetzt von da straight nach unten und mache da mein Wasser rein. Muss ich mal gucken, ob ich Treppen da habe. Eine Treppen. Leitern. So, sind wir mal schon mal oben. Und jetzt muss ich mir mal was anschauen. Also, ich bin jetzt hier auf der Ebene. Eins, zwei, drei, vier, das wird es dann fünf. Da ist dann drauf eigentlich das Dach. Okay, außenrum ist Brick, aber ich habe da das Dach drauf. Ja, jetzt kommt es drauf an. Wenn ich natürlich oben noch irgendwas hinmachen will, sollte ich mir dann eventuell dann auch, ja, mache ich mir dann einen Kabelschacht? Eigentlich wollte ich es ja immer machen. Ebene, Ebene, Kabelschacht. Kabelschacht kann auf beide Ebenen arbeiten. Das heißt, ich brauche jetzt, ich habe ja Gott sei Dank, glaube ich, gerade, genau, dich einstecken. Ja, aber dann könnte ich auch komplett anders arbeiten. Das heißt, dass ich mache eine drei, ich muss ja eine Dreierdecke dann reinmachen und keine Einer, also eine Dreier. Du bist jetzt ein normaler Small Stone. Ah, der läuft jetzt genau. Ja, nur die Treppen brauchen arschlang.
Okay. Da hat sich schon wieder wegen Steam aufgebaut. Und wie gesagt, da mache ich gleich alles. Also, da kenne ich auch keinen Pardon, weil wenn ich da wegen zu viel habe, dann würden es halt 2, 3, 4 Öfen. Will ich ja sowieso eigentlich haben. Mein Denken ist eigentlich so, ich würde gerne die Maschinen so weit wie möglich vom Crafting-Raum, der sollte eigentlich so eine Art zentral sein, weghaben und vom Lager. Denn lasst mal da in der Nähe EBFs laufen, meinetwegen 4 Stück. Oder den Stahl, Ding, 4 Stück. Oder sonstiges. Und da ist Pollution. Dann kannst du da nur noch mit dem roten Anzug rum, mit dem orangenen Anzug rumlaufen. Nicht prickelnd. Also den ich da gerne ein bisschen Zwischenstopp reinbringen. Dann habe ich ja auch noch die ganzen Motoren. Die Motoren kommen ja auf jeden Fall, ich glaube, runter. Ich will die Motoren, glaube ich, unten aufbauen. Oben könnte ich dann alles mit den Bienen noch machen. Also es das heißt, Forestry geht nach oben. Tree, also ja, doch, alles, was Forestry betrifft, geht nach oben. Das wird witzig. So, 12 Stück haben wir. 13, 14, 15, 16. Ja, da muss ich jetzt halt mal schauen, dass ich demnächst auch mal mehr mache. So. Firebricks brauche ich. Hahaha. Da brauche ich jetzt Bucket of Concrete. Das heißt, ich brauche jetzt meinen tollen Tisch wieder. Hoffe, dass ich den da habe. Jawohl. Weil da werde ich Wasser brauchen. Omas. Dafür ist der Tisch auch super. Dann brauche ich dafür 6 Stück Gipsum und zweimal Gipsum. 72. Da sind 36. 72. 7, 14, 21. 216. Firebricks. Es wird interessant. So, wie weit bist du? Aber die letzten laufen. Ist auch super. Aber es ist ohrenbetäubend hier. Bin froh, wenn der Maserato wieder normal läuft. Ja, mir geht's halt momentan um den Steam. Weil ich muss es ja provisorisch machen, weil ich bin jetzt mal ganz ehrlich, macht ja keinen Sinn, dass ich jetzt sage, okay, wir sind jetzt, wo ist jetzt da? Na, da steht jetzt Bett. Also hier ist der Eingang. Das heißt, hier ist mein Bereich. Nee, hier drin ist mein Bereich. Gehen wir mal rein. So, hier ist mein Bereich. Das heißt, hier habe ich Gang, hier habe ich Gang. Habe ich hier meinen Zweierbereich, wo ich sage, mache ich Soundcraft hin.
habe ich hier noch meinen Gang rum. Dann habe ich hier eventuell noch mal so einen Kreuzungsgang. Dann mache ich hier vielleicht Blood Magic rein. Ich weiß es noch nicht. Blood Magic müssten aber auch 4 Chunks reichen. So. Dann kommt das Lager. Also hier bin ich. Nochmal einfach mal. Genau, also, da kommt jetzt erstmal hin Soundcraft und Baustelle noch davor. Dann kommt hier Baustelle. Blood Magic. Oder Witchery. Weiß ich noch nicht. Wie gesagt. Wobei Witchery macht zum Beispiel mehr Sinn, oben zu machen. Weil dann habe ich einen Garten. Habe ich das? Habe ich das? Dann habe ich hier Kreuzung. Dann habe ich hier Lager. Dann habe ich hier Tanklager. Einfach jetzt mal. Das wären dann 3. Dann hätte ich hier nochmal eine Kreuzung. Eins, zwei, drei. Ich stehe gerade auf welchen? 85. Jawohl. So. Und dann könnte ich jetzt da sagen, okay, hier kommen jetzt dann die ganzen Maschinen hin. Das geht ja für mich heißen, ich müsste jetzt, um das zu machen, um gleich final alles aufzubauen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 Chunks schon mal rausklopfen, damit ich nur die Maschinen aufstellen kann. Das kann ich machen, wenn ich einen Hammer habe, aber nicht jetzt. Ich muss ja nicht alles übertreiben. Reicht schon das, was ich so übertreibe. So, Clay Dust. Du kommst dahin, du kommst dahin. Dankeschön. So, haben wir 16. Dann lassen wir den nächsten laufen. Dann brauche ich jetzt mal einen Eimer. Was hatte ich gesagt? Ja, ja, da habe ich auch gesagt, ich habe mich ja verbessert. Mit. Ich fange da das Bauen an. So, wir haben jetzt den ersten Fire Brick. Ich muss jetzt nur aufpassen, dass ich jetzt nicht zu viel mache. Aber ich bin der Meinung, dass ich 216 Stück brauche. So, das heißt also, den Worktable machen wir auf jeden Fall unten hin. So, was brauchen wir noch? Also, ich brauche Clay.
Das ist mir klar. Ich brauche Stone Dust. 36 Stück. Die müsste ich haben. So, 36 Stück. Gut, haben wir. Ich brauche Calcit Clay Dust. Reicht mir dann ein Stack? Nein, ich brauche zwei. Brauche noch vier. So, ich brauche auf jeden Fall nochmal Clay. Reicht mir nicht. So, lassen wir das mal laufen. Ich habe einmal dabei. Ich schaue mal, was ich vergessen habe. Aber ich schätze mal, das Wasser wird jetzt ziemlich weichen. Und ja, ich weiß, dass ich da oben einen Wassertank habe. Aber den lange ich nicht an, weil dafür ich brauche, glaube ich, zu viel Wasser. Da müsste ich schon zwei oder drei Stück stehen haben, dass das Sinn machen würde, dass ich das jetzt vor daheim mache. Aber dann machen wir es halt hier. Hat auch gleich mal einen Grund, dass ich den Baum hier endlich wegknatz. So, dann heißt es jetzt, ein Iron Furnace muss ich noch bauen, aber das ist das wenigste Problem. Das machen wir zu Hause. So, Firebricks. Ich brauche das da. Dafür brauche ich jetzt das. Ah, ich brauche noch Quarzsand. Es war ganz gut, dass ich hierher gekommen bin. So, und dann brauche ich noch die Firebricks. Also ein Clay Dust. Hammer. Stone Dust. Hammer. Kalzit Hammer. Muss ich dann peu à peu den Teich zumachen. So, das heißt jetzt, ich brauche jetzt 36 Clay Dust. Das ist ja kein Problem. Das ist eine Sache, die dauert, bis ich daheim bin. Ja, ich weiß, wenn ich es jetzt mit dem Maserator mache, geht es länger dauern. Machen wir aber nicht. Gibt Gott sei Dank immer noch Alternativen, die schneller gehen. Kosten zwar ein bisschen was, aber mir reicht das Eisen, was ich habe. Wenn nicht, tue ich einfach draußen nochmal durchjagen. 15 Stück. Kommst rein. So, dann kommst du raus. Du kommst ins Eck.
Wenn ich jetzt mich nicht täusche. Der Quarzsand. Zwei Stück Quarzsand. Drei Stück haben wir gemacht, zwei Stück habe ich gebraucht. So, die ersten 16 sind durch. Nächstes Deck. Schaut doch ganz gut aus, lassen wir gleich mal mehr laufen. Wie viel habe ich? Ich habe jetzt nur 16. Also schaffen werde ich ihn in der Folge nicht mehr. Aber ich werde ihn definitiv so weit vorbereiten, dass wir ihn in der nächsten Folge aufbauen können. So, wir haben jetzt schon mal einen Stack davon. Und wie gesagt, das ist ja das Wichtigste. Das Zeug muss laufen. Und einfach mal rumstehen und vielleicht sich auch noch ein bisschen Gedanken machen, wie man die obere Etage bastelt. Okay, also, dann hätte ich gesagt, Quarzsand, Quarzsand. So, das ist doch mal einfach nur genial, oder? So, und jetzt nehmen wir die Firebricks. Schmeißen den Stack rein. Und ich habe meine ersten 6 Stück. Das heißt, wir gehen jetzt wieder hin. Und wieder das Wasser rein. Klack. Klack. Auf jeden Fall sollte ich mir dann auch auf jeden Fall Sand oder so was mitnehmen. Oder immer mal schnell von da hinten holen. Es geht jetzt mir nicht darum, dass ich einfach, dass ich jetzt noch Sand für zu Hause habe. Sondern ich habe hier so. Ich habe hierzu. Gut. So, wir haben jetzt 10 Stück von 36. Das war jetzt ein Stack. Ich glaube, ich werde den einfach mal draußen dann an die Wand lehnen. Brauche auf jeden Fall dann auch noch Eisen. Muss mir dann diesen Eisenofen noch bauen. Und mit dem Problem, dass mir mal langsam was gegen mein Essensproblem ankämpfen müssen. Also ich habe kein Problem, dass ich was zum Essen finde. Das habe ich, aber ich würde gerne Essen haben, wo ich nur zwei oder drei essen muss.
Und davon ein paar Stück davon. Habe ich noch Sticks? Das heißt, ich habe noch mal. So, den Dust. Halb. Ne, der kommt auch hier rein. Ist auch eine Dust. Das ist eine Dustkiste. Momentan ist das viel zu viel schon mittlerweile. So, wie geht's dir? Du bist voll. Wie geht's dir? Du fängst an, voll zu werden. Nächster muss laufen. Ja, dann haben wir hier jetzt noch mal, habe ich jetzt noch mal drei. Ich habe jetzt natürlich keinen Eimer mehr da. Oh, Drag. Aber hat auch Vorteile. Arbeiten wir halt mit Kohle. Das ist ja nichts, was ich jetzt nicht hätte. Ich habe zwar nicht ausreichend, dass ich sagen kann, ich kann damit gut arbeiten. Was ich aber auch schon festgestellt habe, ich habe bis jetzt nur oberirdisch Kohle gefunden mit dem und dem. Noch keine unterirdische. Also ich kenne nur die Kohle halt aus den Diamantbereichen. Ja, also ich muss, die sind halt oberirdisch. Da kriege ich auch nicht so viel raus, weil ich brauche ja Coke Coal. So, 32, 32. Ich habe meinen nächsten Stack. Der muss jetzt dann einfach nur durcharbeiten. Bin zufrieden. So, wir machen uns noch mal schnellen Kopf. Also hier. Muss ich mir jetzt einfach mal eine Stufe hin machen. Also hier ist ja sozusagen die Umrandung. Dann habe ich hier mein Boden. Ja, also, oder meine Decke. Da ich ja noch mal eine Ebene draufsetzen will, habe ich dann meine Mittelschicht, meine Deckenschicht. Oder jetzt meinen Boden. Jetzt ist halt gerade eine Frage, wie schaut es aus, wenn ich jetzt hier den da. Hierhin mache, also das ist sozusagen, das ist immer wieder einer frei, weil es eine Umrandung wird, habe ich hier 1, 2, 3, 4, 5. Und dann habe ich definitiv Decke. Dann bin ich eigentlich genauso hoch, wie ich mit der Leiter bin. Es ist halt nur gerade die Frage, ja, doch. Ja, wenn ich halt eine Umrandung mache, könnte ich sogar noch einen höher gehen. Dann wäre ich hier. Aber es wäre auch.
Dann wär ich da, wo jetzt die Fackel ist. Nochmal schnell runter. Weil ich die gerne eigentlich in dem Bereich hier oben. Ein großes, schönes Zimmer machen, wo ich, Sebo, Prophet, falls noch sonst jemand mal aufschlagen sollte, dass man da auf jeden Fall einen Bereich hat. Dass man dann wieder vier kleine Zimmerchen macht und einen schönen Aussichtsraum. Dann die Küche noch daneben. Ja, dann den ich dann. Ja. Dann macht Blood Magic da keinen Sinn. Außer ich mache den nächsten Altar dann drunter. Muss ich gucken. Ich bin, glaube ich, schon wieder zu weit vorne. So, wie schaut's bei dir aus? Ja. Und lass laufen. Ja, jetzt bereue ich es gerade, dass ich den Eimer nicht mitgenommen habe. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Zwei. Nö. Ein. Acht. Ein. Acht. Ein. Acht. Und einen. Acht. Gut. Für mich ist es eigentlich nur, ich merke schon gerade wieder, ja, momentan geht es wegen um Basebau. Ich habe hier jetzt die Kreuzung drin, wo dann hier das Lager anfängt. Das heißt, mein Hauptcrafting-Raum oder mein Hauptcrafting-Bereich ist hier. Außer ich lasse die Kreuzung weg. Was ich nicht für sinnvoll halte. Nee, weil dann kann ich hier auch rumlaufen. Falls ich mit irgendeinem Monster Verstecken spielen muss. Oder fang mich. Oder hab dich. Du bist's. Habe ich hier mein Lager? Habe ich hier drei Stück, wo ich meine Crafting-Sachen reinbauen kann? Wobei das Hauptcrafting eigentlich hier ist. Vielleicht mache ich es sogar doppelt, dass ich es hier und hier mache. Mach es doch in die Mitte, dann hast du es. Die Kreuzung da vorne bin ich noch beim Überlegen, ob ich die brauche. Es kann sein, dass ich die weglasse. Bei einem Lager ist auf jeden Fall auch das Erzlager mit drin. Und das hätte ich halt gerne auch mit hier angeschlossen. Dann ist es vielleicht sogar die Kreuzung hier weg. So, das heißt, ich habe jetzt ein paar Steine noch bekommen. Den nächsten laufen. Ich lasse ich schon mal da. Wir laufen noch mal schnell zum Wasser. Und dann gibt's noch ein paar Steinchen. Was ich mal von euch wissen wollte, und zwar wollt ihr lieber eine lange Folge? Ja, dass ich sage, okay, ich mache jetzt, wie es halt hier, mal über eine Stunde auch, wenn es sein muss. Oder sagt ihr, nee, ist gar nicht so gut. Mach doch lieber zwei, die wo halb so groß sind. Entweder ich mache einen Hardcut oder ich muss halt dann wirklich sagen, okay, es tut mir leid, ich bereite das alles vor und dann nächste Folge. Ohne viel Vorbereitung, ohne Tamtam,
Das passiert dann in der Ding. Aber es werden halt zwei Folgen, sozusagen. Eine kommt um 6, eine kommt um 7. Zum Beispiel. Das könnt ihr mal bitte mir in die Kommentare schreiben, wie es ihr lieber haben wollt. Dass ich mir da mal ein bisschen im Klaren werde, wie wir es machen. So. Ich brauche jetzt das Zeug. Da kommt da Wasser rein. Und die Bricks kommen raus. Kommt da Wasser rein. Wieso hast du mir jetzt den in die Hand gedrückt? Leicht verwirrt, hä? Wir haben jetzt schon mal 18. Toll. Drei. Sechs, passt. Zwei, vier, sechs. Passt. Und ich muss mir Sand holen. Ich sehe das schon kommen, dass dann bald der ganze See dazu ist. Also den kann ich zumachen, den kann ich zumachen. Das auch. Das kann ich zumachen. Das kann ich zumachen. Das kann ich zumachen. Merk schon. Ich werde jetzt bald wieder den Sand, den wo ich jetzt gerade verwendet habe, wieder aufbuddeln müssen. Okay, 48 Stück. Auch alles weg. Der rote Sand ist jetzt nervig. Du kommst dahin, ich brauche den Wassereimer. Danke. Muss man sich mal vorstellen, wie das dauern würde, wenn man das jetzt mit der Hand macht. Okay, also wir sind jetzt bei 26 Firebricks. Ne, 24 Firebricks. Das ist doch schon mal eine angenehme Zahl. Den Eimer nehme ich jetzt mit. Wir brauchen insgesamt 36. Das heißt, wir bräuchten nur noch 12. Wenn ich jetzt nochmal kompletten Stack kriegen, den ich nochmal 12 Stück haben. Indem wir den sogar noch fertig kriegen. Nee, kriegen wir nicht. Kriegen wir nicht. Wollen wir nicht. Weil, ich sag mal, das dauert jetzt noch 10 Minütchen oder so. Ja, und dann ist es ganz schnell
Geht es in die falsche Richtung? So, das heißt, ich werde jetzt nämlich peu à peu, deswegen auch ein Eimer gleich dabei, schönes durchbrennen, dass ich jetzt nur noch zwei Stacks oder so habe. Hatte der nicht gerade gesagt, es reicht ein? Ja, hat er. Aber er weiß auch, dass ich mehr als einen brauche. Und wenn ich es natürlich gleich schaffe, ne, dass wir uns gleich zwei bauen, weil die können sich ja die Wand teilen, kläre ich aber dann beim nächsten Mal genauer, dann wäre er uns ja schon geholfen. Das Einzige, was ich jetzt auf jeden Fall mal gucke, ist, ob ich irgendwo oberirdisch ein paar Salz sehe. Weil ich würde gerne meine Fassade mal testen, ob sie mir so gefällt oder nicht. Das wäre nämlich nett. Alles klar. Gut. Folge etwas länger geworden. Dafür, was heißt länger? Es wurde mehr gesprochen, anstatt muschelgedüdelt. In dem Sinne, wenn ihr Fragen, Anregungen habt, wie immer damit ab in die Kommentare und wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.